Wie angelt man eigentlich mit Wobbler auf Zander? Und damit herzlich willkommen zum 15. Türchen des Spartan Fishing Adventskalenders. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie eben schon gesagt, möchte ich heute mit euch einmal über das Thema Wobblerangeln auf Zander sprechen, weil es auch eine extrem effektive Variante ist, besonders im Sommer. Aber auch im Winter kann man mit Wobblern Zander fangen. Und deshalb würde ich sagen, starten wir aber vorher nochmal dieses wundervolle Intro. Das vorvorletzte Kommentar, was mir unglaublich gut gefallen hat, war: Rest in Peace, alle Kopfhörerbenutzer jetzt. Viel Spaß! So, ich hoffe, dass das Intro jetzt nicht so krank übersteuert war. Ansonsten tut es mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und nehmt beim nächsten Mal nicht die Kopfhörer, wenn ihr Spartan Fishing Videos guckt. Okay, in dem heutigen Video möchte ich mit euch nicht über die Gummifische sprechen, auch wenn die hier überall rumfliegen. Aber ihr seht das hier schon an der Wand. Heute dreht sich alles um die richtigen Wobbler zum Zanderangeln. Denn Wobbler sind unglaublich effektiv, wenn es ums Zanderangeln geht. Aber wie immer, zuerst sprechen wir über den passenden Tipp in diesem Adventskalender-Video und am Ende gibt es was zu gewinnen. Also bleib unbedingt bis zum Ende mit dabei. Sprechen wir als allererstes mal über die Wobbler, die sich zum Zanderangeln eignen. Erst einmal ist es so, dass wir Wobbler überwiegend dann einsetzen, wenn wir die Dämmerungsphase haben, wenn der Zander aktiv wird, wenn er aus seiner passiven Phase herauskommt und er geht aktiv auf Beutezug. Dann lohnen sich Wobbler mal so richtig, denn jetzt könnt ihr die Fische auch in der etwas höher gelegenen Wasserschicht erwischen. Denn Zander steigen, sobald es das Licht ein bisschen weniger wird, auch in der Wasserschicht nach oben, um einfach dann ihre Beute zu schlagen. Dann werden sie richtig aktiv, so wie wir es von den Barschen oder Hechten tagsüber kennen, werden die Zander dann so richtig fresswillig. Und dementsprechend können wir mit einem passenden Wobbler ideal die Beutefische der Zander imitieren und wir können extrem effektiv viel Strecke machen. Wir können extrem viele Stellen abangeln, sehr schnell ausangeln und damit auch die Zander sehr gut finden. Das ist ein unglaublich großer Vorteil zum Wobbler. Denn es ist so, dass ihr bei den Wobblern überwiegend auf ein paar Sachen achten solltet, wenn es um die Modellauswahl geht. Erst einmal solltet ihr darauf achten, dass ihr wie bei den Gummifischen recht schlanke Modelle einsetzt. Ich habe hier zwei Modelle mal für euch rausgesucht. Diese Modelle sind genauso wie die Gummifische in dieser typischen Pommesform. Das heißt, wenn ihr mit Pommes auf Zander angelt, dann werdet ihr schon mal, dann habt ihr schon mal die halbe Miete. Das sind nämlich sehr, sehr gute Köder, meist die etwas schlankeren Köder. Und das nächste ist, dass diese Wobbler nicht unbedingt sehr tief laufen müssen. Ihr seht das hier an der Tauchschaufel, dass diese nicht sehr weit vom Wobbler absteht. Das heißt, es ist eine recht kleine Tauchschaufel, die auch nicht sehr steil vom Wobbler Kopf wegläuft, sondern sie ist recht klein, die Tauchschaufel, und sie liegt auch recht oder einigermaßen steil an. Je steiler sie jetzt zum Wobbler ansteht, zum Beispiel wenn die Tauchschaufel hier in einem 90-Grad-Winkel zur Öse steht, desto flacher läuft der Wobbler. Dieser Wobbler läuft aufgrund seiner kleinen Tauchschaufel aber trotzdem auch noch sehr, sehr flach. Flach bedeutet in dem Sinne meist so ja, 0,5 Meter bis höchstens 1,5, vielleicht auch mal 2 Meter, wobei das schon echt schon grenzwertig ist. Also ich würde euch empfehlen, so auf Wobbler von 0,5 bis ungefähr 1,5 Meter Lauftiefe zu setzen. So, das also zu den Wobblern. Ich habe dafür auch nochmal ein Negativbeispiel. Das hier ist so ein Wobbler, der läuft extrem tief. Hier seht ihr das auch an der Tauchschaufel. Wir haben eine große Tauchschaufel, die extrem viel Wasserverdrängung hat. Dass wenn ihr diesen Wobbler hier durchs Wasser zieht, dann sorgt diese Tauchschaufel regelrecht dafür, dass der Körper des Wobblers weiter nach unten gezogen wird. Im Vergleich zu dem kleinen Wobbler hier, oder nicht kleinen Wobbler, die sind fast gleich groß, aber zu dem Wobbler mit der kleineren Tauchschaufel, und dadurch schwimmt dieser Wobbler einfach ein bisschen flacher. Und das ist der Wobbler, den wir zum Zanderangeln haben möchten. So, jetzt möchte ich aber nochmal mit euch über die Köderführung kurz sprechen. Wir machen hier so einen kleinen Quick-Wobbler-Guiding auf Zander. Und zwar ist es so, dass wenn ihr mit Wobbler auf Zander angelt, dass ihr überwiegend einfach nur einkurbeln müsst. Ihr müsst nicht unbedingt viele Stopps machen, viel mit der Rute rumschlagen, sondern wirft den Wobbler aus und kurbelt den einfach nur ein. Wichtig ist jetzt, dass wenn ihr den Wobbler einkurbelt, dass wenn ihr zum Beispiel hier an der Steinpackung steht, also hier ist das Ufer, das hier ist alles unser Wasser, und ihr steht jetzt einfach hier am Ufer und fischt mit eurem Wobbler, wie man das so kennt, klassisch, trichterförmig hier alles ab. Das heißt, ihr werft mal nach links, ihr werft mal geradeaus und ihr werft mal nach rechts. Jetzt ist es so, dass wenn ihr den Wobbler wieder einkurbelt, ihr könnt, das kann ich euch auch empfehlen, auch auf jeden Fall mal komplett parallel zur Steinpackung werfen. Auf
sowohl nach links als auch nach rechts. Wenn ihr jetzt den Wobbler einholt, dass ihr den Wobbler auch hier bis vor eure Füße ausfischt. Weil der Zander, der jetzt euren Wobbler vielleicht schon auf voller Wurfdistanz wahrnimmt, nimmt den Wobbler schon an dieser Stelle wahr, schwimmt die ganze Zeit hinterher und schlägt dann genau hier vor euren Füßen zu. Das ist der gleiche Effekt, den wir schon in einem anderen Video beobachtet haben oder ja, besprochen haben, nämlich, dass die Zander den Köder verfolgen und sobald dieser Köder in die Enge getrieben wurde und er kurz davor ist, auch abzuhauen, also nicht mehr sich hier im Wasser befindet, dann schlägt der Zander zu und dann kriegt ihr meistens die Bisse. Also achtet darauf, dass ihr wirklich bis vor eure Füße den Wobbler ausfischt. So, das war jetzt mal so extrem schnell und ja, quick einfach das Thema Wobblerangeln auf Zander behandelt. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr effektive Sache, die ihr besonders als Einsteiger mal einsetzen könnt. Im Sommer ist es eine sehr, sehr gute Sache, aber auch im Winter, wenn ihr ein paar Tage hattet, wo es sehr warm war, wo die Sonne einfach stark geschienen hat, dann wird nämlich der Flachwasserbereich auch noch mal ein bisschen erwärmt und dann stehen die Fische auch wirklich auch im Winter mal ein bisschen flacher. Aber ich würde sagen, Thema Winterangelei auf Zander besprechen wir an einer anderen Stelle. Aber ich möchte hier an der Stelle einfach nur empfehlen, dass wenn ihr noch nie einen Zander gefangen habt, dann probiert das auch mal mit Wobbler, denn das ist eine super simple Variante mit einer leichten Köderführung, wo ihr definitiv auch eure Fische fangen werdet. Und jetzt würde ich aber sagen, sind wir fertig mit dem Tipp und wir müssen natürlich, genau, die Mütze anziehen, denn jetzt gibt es wieder was zu gewinnen. Also, ich habe da so eine kleine Vermutung, was es heute gibt. Ihr könnt ja jetzt mal das Video stoppen und in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was in dem heutigen Strumpf drin ist. Also, was könnte das heute wohl sein? Schauen wir mal nach. Denn heute befindet sich in unserem passenden Türchen richtig ein paar Gummifische. Denn für alle, die jetzt Gummifische geschrieben haben, die haben gewonnen. Also jetzt nicht unbedingt diese Gummifische. Leider habe ich davon nicht genug, dass jeder von euch jetzt eine Packung Gummifische kriegt. Aber heute in dem passenden Türchen gibt es wieder zwei verschiedene Paddler von Quantum. Und das ist mir letztens mal aufgefallen. Ich habe nämlich hier im Angelladen mal nachgesehen und auch von den anderen Paddlern. Diese Farbe hier, die gibt es noch gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Und zwar hier. Diese Farben der Paddler sind die neuen Farben für 2019. Das heißt, wenn ihr hier eine Packung Paddler in den passenden Spaten Fishing Adventskalender gewinnt, dann kriegt ihr hier eine Packung der ganz neuen Farben, die es so noch gar nicht zu kaufen gibt, erst ab 2019. Und deshalb gibt es heute zwei Stück davon in einem schönen Moto-Oil-Ton mit einem orangenen Paddelschwanz. Das sind wirklich klasse Köder, die ihr zum Zanderangeln nehmen könnt. Aber natürlich sind oftmals nicht nur zwei Gummifische in dieser Socke, sondern es ist noch viel mehr drin. Denn wir haben heute noch zusätzlich, wer hätte das gedacht, einen passenden Wobbler zum Zanderangeln. Denn heute haben wir den Stretch Number One von Quantum und Manns, ein klasse Zanderwobbler, den ich euch heute hier rausgesucht habe, der alle Faktoren erfüllt. Wir haben ein schlankes Modell mit einer kleinen Tauchschaufel, damit der Wobbler auch wirklich schön flach läuft und jeder von euch, der jetzt geschrieben hat, ein Wobbler befindet sich in der Socke. Richtig, sehr gut gemacht. Ja, aber wie immer gibt es zusätzlich noch, ich lege noch einen drauf, Freunde, ich hau noch einen raus hier, denn es gibt zusätzlich noch zu diesen Ködern, wie immer, ein paar passende Spartan Fishing Aufkleber für eure Angelbox oder fürs Auto. Oh. Und damit haben wir in dem heutigen Türchen einen passenden Wobbler von Quantum und Manns. An der Stelle nochmals vielen Dank an Quantum und Zetco Europe für die Bereitstellung dieser Preise für den Adventskalender. Dazu gibt es zwei Quantum Paddler in den neuen 2019 Farben und es gibt noch mal zwei passende Spartan Fishing Aufkleber. Wie könnt ihr jetzt einfach gewinnen? Super simpel. Das Einzige, was ihr machen müsst, sind drei Dinge. Das Erste, bitte unter diesem Video hier einfach einen Daumen nach oben geben. Das Zweite, was ihr machen müsst, einfach hier unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und wie immer, ihr dürft kommentieren, was immer ihr möchtet. Ich bin gespannt und freue mich jedes Mal auf jedes einzelne Kommentar. Ich lese auch alles und wenn ihr Fragen habt, werde ich die auch beantworten. Es tut mir leid, wenn ich nicht direkt antworte, weil es einfach so viele Fragen momentan sind,
wenn ich nicht sofort antworte per Text und auch nicht die folgenden Tage, dann werde ich ein extra Video machen und euch da einfach die Fragen beantworten. Also, wenn ihr auch Fragen allgemein habt, dann schreibt die gerne hier runter und ich werde ein passendes Video für euch machen. So, und das Dritte, was ihr machen müsst, ist einfach Abonnent von Spartan Fishing sein. Das heißt, wenn ihr euch für das Raubfischangeln interessiert, wenn ihr gerade anfangt mit dem Thema Raubfischangeln und ihr möchtet euren ersten Zander auffangen, dann abonniert einfach diesen Kanal und dann kriegt ihr regelmäßige Tipps zum Thema Raubfischangeln und wie ihr jetzt euren ersten Zander fangt. Wenn du jetzt gerade anfängst mit dem Zanderangeln und du hast vielleicht noch nie einen Zander auf diese komischen Teile hier gefangen, auch wenn es sie überall gibt, überall zu kaufen, aber du hast noch nie einen Zander auf Gummifisch gefangen, dann schau dir am allerbesten mal den ersten Link in der Beschreibung an. Da zeige ich dir ganz genau in der passenden Videoserie, wie man jetzt die Zander auf Gummifisch überlistet. Wir sprechen über die Köderwahl, über die Köderführung und ich möchte noch ein paar passende Tipps geben, wenn die Zander ein bisschen zickiger sind. Also, ich hoffe, dass euch dieses heutige Türchen gefallen hat. Mal keine Gummifische, wobei eigentlich waren noch ein paar Gummifische mit im Bild. Und ich freue mich sehr auf eure passenden Kommentare. Passend, passend, passend ist auch so ein Lieblingswort von mir. Ach ja, und eine Sache noch. Jemand hatte vor ein paar Tagen geschrieben, ob ich mal wieder aktiv ein paar Videos vom Wasser oder ob ich allgemein aktiv ein paar Videos vom Wasser filme. Momentan ist der Adventskalender einfach ein bisschen mehr im Sitzen. Nicht nur, weil jetzt das Ganze einfach ein bisschen mehr so auf Erklärung viel gelegt ist, sondern ich habe mir vor ein paar Wochen einfach die Kniescheibe rausgefetzt. Ich habe zwar noch eine, aber naja, ich muss leider viel sitzen und komme nicht so oft ans Wasser. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn ich wieder fischen kann. Und dann gibt es auch wieder Videos vom Wasser, also bleibt gespannt. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch eine tolle Adventszeit. Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Kommentieren. Bis dahin, liebe Grüße, euer Garrett von Spartan Fishing. Ciao.